Habt ihr euch mal überlegt, was Zeddy macht? Vor jedem seiner Videos, dass er sich dort davor sich das passende Outfit anzieht, sich eine Story überlegt, dass er vor dem Spiegel steht und mit sich redet, sich Mut einredet, weil er Angst vorm Versagen hat. All die Gedanken, die in seinem Kopf sind, steht er vor jedem Video vor dem Spiegel und redet sich Mut zu. Er hat Angst. Er ist klein, hat Angst vor großen Menschenmassen und Angst vor dem Versagen. Doch jedes Mal, wenn sein Mikrofon an ist und sein Aufnahmegerät startet, passiert Folgendes in seinem Kopf. Are you ready? Ready for this Sunday night when WWE Champ John Cena! He's gonna get in the ring and put boots. Moin Jungs, da bin ich wieder und zwar heute mit dem ersten Infovideo überhaupt auf meinem Kanal und es wird mit Sicherheit nicht das letzte bleiben. Nein, Spaß auf jeden Fall, ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ich ab heute 5 Wochen im Urlaub bin. Das heißt, ich bin nicht zu Hause, ich kann keine neuen GTA-Glitches oder sonst irgendwas hochladen. Nein, gar nichts. Ich habe auch leider aus zeitlichen Gründen es noch nicht mal geschafft, was vorzuproduzieren. Also nicht so wie das letzte Mal in meinem Urlaub. Deswegen tut es mir wirklich leid, ihr werdet wahrscheinlich 5 Wochen lang nichts von mir hören und bitte nehmt es mir nicht übel, ich bin nicht inaktiv, ich habe immer noch Lust auf GTA, GTA ist in meinen Augen immer noch nicht tot, also bla bla bla, alles was die anderen so manchmal so sagen, das trifft auf mich zu, nicht zu. Ich bin einfach nur im Urlaub, lasst die Seele baumeln und ja, das wollt ihr eigentlich euch nur mitteilen und bitte deabonniert mich deswegen nicht, weil ich bin ja bald wieder zurück und 2016 wird mein Jahr, hoffe ich doch. Und ich habe so ein bisschen im Urin, dass 2016 Rockstar noch richtig Vollgas geben würde mit richtig neuen geilen DLCs, weil jetzt haben sie sich ja von der Kunst oder von der Old Gen so ein bisschen abgegrenzt und man sieht es auch in den letzten Updates, dass die alle viel geiler waren als alles andere davor und ich glaube, dass Rockstars 2016 noch richtig Vollgas geben wird, dass es dann 2017 ein bisschen ruhiger wird, 18 ganz ruhig und dann kommt 2019 spätestens mit 5-mal Verschiebungen, 2020 dann GTA 6. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es richtig geil noch in GTA und deswegen mache ich auf jeden Fall weiter und deswegen müsst ihr mich auch weiterhin abonnieren und unterstützen und liken und kommentieren und alles, was ihr sonst immer gemacht habt, weil ihr seid die geilsten. Ich stehe auch kurz vor meinen 500 Abonnenten, vielleicht habe ich auch die 500 Abonnenten schon, während das Video dann veröffentlicht wird. Ich konnte nur leider kein Abo-Special machen, weil mir einfach die Zeit wegen packen und allen möglichen viel Stress auf der Arbeit noch hatte. Deswegen konnte ich kein Abo-Special machen. Aber vielleicht hole ich das im Januar nach. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Wenn ich Lust habe, dann mache ich es. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß und ich wünsche mir so einen schönen Urlaub und ich wünsche mir auch frohe Weihnachten und ich wünsche mir einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich wünsche es euch natürlich auch. Also in diesem Sinne, wir sehen uns spätestens Mitte Januar wieder. Also Jungs, haut's rein, macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao.